Tolangulasana, die Stellung der Waage, die Stellung der Balance. Tolangulasana ist die Bezeichnung für mehrere Asanas. Bei Same Vishnu im großen illustrierten Yoga-Buch ist Tolangulasana eine Übung, die man nach Matsyasana, nach dem Fisch machen kann, vielleicht sogar nach dem Adho-Mukha-Matsyasana, die auch bezeichnet wird als verborgener Lotus, Gupta Padmasana. Wenn du wissen willst, was das ist, dann schau auf wiki.yoga-vidya nach. Rafaela zeigt jetzt, wie Tolangulasana geht. Zunächst komme in den Lotus. Angenommen, du hast den Lotusfisch gemacht, dann bist du ja schon im Lotus. Und dann gibst du die Hände unter das Becken und die Ellbogen auf den Boden und hebst die Knie hoch. Du könntest auch noch Fäuste machen unter dem Becken, dann ist das Becken noch etwas höher. Und jetzt ist das Ganze wie eine Waage. Du versuchst noch die Lendenwirbelsäule weitestgehend am Boden zu halten oder auf die Unterarme zu setzen. Knie sind oben, Kopf und Brustkorb sind oben. Und dann ist das Tolangulasana, die Balancestellung, und die ist jetzt andersherum als der Fisch und deshalb gilt es auch als Gegenstellung zur Matsyasana, eine der stärkenden Bauchmuskelübungen. In anderen Traditionen wird auch eine Variation des Hahnes als Tolangulasana bezeichnet. Du kannst auch hier im Lotus sein und dann gibst du Fäuste neben dir auf den Boden. Und du hebst das Becken hoch und hier ist es auch die Waage, weil du jetzt irgendwo in den Armen hängst, so wie auch eine Waagschale an Armen hängt. Für jemanden, der nicht den Lotus kann, könntest du auch in die kreuzbeinige Stellung kommen, Sukhasana, und wieder die Fäuste auf den Boden und dann Becken heben und Füße heben, was noch anstrengender ist für die Arme. Und im Grunde genommen gibt es noch eine dritte Stellung, oder eine vierte Stellung, die als Tolangulasana bezeichnet werden kann, die noch anstrengender ist für den Bauch. Du streckst die Beine aus, du machst Fäuste, gibst die Fäuste neben die Oberschenkel und hebst dann die Beine hoch und das Becken hoch. Und das ist eine Übung, die Oberschenkel und Bauchmuskeln stark trainiert. Alles Variationen Tolangulasana, einer Waage, beziehungsweise eben wie eine Waagschale, die an den Seilen hängt.